Und ich sollte mich mal entmuten, wenn ich was sage. Ja. Ich habe jetzt mal einen Puffer eingestellt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich bewege mich einfach mal ein bisschen. Kannst ja mal schreiben, ob das immer noch leckt. Der hat nur mit 30% hier aus, dass eine Sachkodierung überlastet. Was soll denn das? Jetzt hat er 37, wow. Leckt das immer noch? Weil er hat keine verworfenen Frames, nix. Deswegen verstehe ich das nicht. Aber ich habe auch in DxTory auf einmal weniger Frames, sobald ich da in die Richtung gucke. Sobald ich. Warte mal. Ne, welche Richtung war das? Da. In die. Ne. Hä? Wo habe ich denn jetzt die FTS-Sorbs gehabt? Leckt immer noch. Ey, was ist das denn? Ich habe doch nichts anders wie gestern. Das hat doch gestern auch nicht geleckt. Dann stelle ich jetzt den Preset auf Ultra Fast. Schauen wir mal. Was anderes? Oder da muss ich die Dingens runter. Da muss ich die FPS runterdrehen. Warum? Habe ich immer noch. Kodierung überlastet. Der hat 55. Warum hat der 50% Auslastung? Moment, Taskmanager aufmachen. Was sind da für Prozesse am Laufen? Nix. Was zieht ihr so viel CPU, Freunde? Was ist das? OBS. OBS zieht 30, Elex zieht auch 30. Da sind. Warum hat der 88% Auslastung gerade? Bootstrap, Desktop. Sieht denn OBS so viel? Die liegt zwar über der Aufnahme 0,7%, auch geil. Jetzt hat er verworfene Films, ja. Was jetzt tatsächlich. Warte mal, kam heute ein Update von Elex? Muss mal gucken. Was ist denn das für ein Mist? Ne. Ich hab doch nichts anders wie gestern. Was ist los, Computer? Bernd. Mahlzeit. So langsam wie gleich kriege ich echt hier einen Rappel, ey. Dreh mal die FPS runter. Ich mach sofort den Stream wieder an. So, bin ich jetzt wieder live? Bin ich nicht? Sehe ich es noch nicht? Doch. So. Jetzt habe ich auf 30 Frames unterwegs. So, jetzt ist auch die CPU-Auslastung viel weiter rum. Was soll der Scheiß? Ich habe noch niemals was anderes gemacht wie gestern. Und gestern sind auch ohne Lecks gewesen. Oh, ich krieg die Ader, ne? Die schwillt immer mehr. Ich brauche einen Streaming-Rechner. Echt mal. So. An die anderen einen vernünftigen Computer mit einem vernünftigen CPU abzugeben. Ah. So, pass mal ob. Mal das mal. Damit die Qualität ein bisschen besser wird. Gucken wir mal, ob da jetzt was. Wenn es ruckeln sollte, bitte im Chat schreiben. Also ich bewege mich, ich gucke auch die ganze Zeit auf die Anzeige. Es ist grün. Es war auch gerade die ganze Zeit grün, deswegen wundert mich das eigentlich. So. Ich drehe mal ein bisschen an den Presets rum, damit die Qualität besser wird. Gucken wir mal.
Also bis jetzt zeigt er nichts an. Also keinen Fehler oder sonst irgendwas OBS. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt habe ich auch noch 30 Frames und 720p. Ich habe darüber keinen Kopf. Das ist halt die Sache. Ich würde am wenigsten in 1080p streamen, ne? Warte mal. Was steht der denn gerade? Reset. Mach mal hier HD. Muss ich jetzt wieder ausmachen? Leg mich doch im Arsch. Okay, ich komm sofort wieder. So. Ich habe jetzt 1080p Winst angemacht. Aber jetzt geht die Zuge aus, lass dann wieder hoch. Ja. Moment. Ein bisschen Preset wieder runterdrehen. Und mal so. Immer noch zu. Ach du meine Güte, ey. Ich weiß schon, warum man eigentlich einen Streaming-Rechner braucht. Aber gut, bei mir ist das Problem, dass ich halt auch mit aufnehme gerade. Weißt du was, ich lasse das auf 720p und mache dafür einen hohen Preset. Wie Video, wo denn? Wo ist Video offen? Hä? Danke. So, gucken wir mal. Ja, 720, ich gucke sowieso jeden Stream nur in 720p. Ich gucke auf YouTube-Videos nur in 720p. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Warum ist der jetzt wieder so hoch? Ach, ich habe vergessen umzugehen. Nein, ich habe vergessen den Haken da reinzumachen. Nein! Ich muss sowieso wieder ausmachen. Alter, ich krieg schon wieder alles bei. Einen riesen Reiz krieg ich gerade. Ich könnte im Strahl kotzen. So. So, jetzt gucken wir mal, dass sich das Ding beruhigt. Und dann schauen wir mal. Ich habe zwar jetzt nur noch 720p. Aber ehrlich, da muss ich mir halt irgendwann mal überlegen, ob ich wirklich einen zweiten Rechner aufbaue. Aber der muss halt einen richtig guten CPU haben dafür. So. Gucken wir mal. Okay, der Preset ist zu hoch. Oh, Medium. Warum gehst du jetzt? Das war doch gerade nicht, wo ich auf 720p gestellt habe. Boah. Was ist denn jetzt? Was ist denn? Ist das hier die Ecke oder was? Mein CPU im Arsch oder was ist los hier? Der hat doch nur 30%. Warum sagt er immer noch Codierung überlastet? Warum? Achso. Mein Internet schwankt gerade. Mich veräppeln? Was ist denn dein Problem, Junge?
Ehrlich, gleich habe ich keinen Bock mehr. Ich habe nichts anders gemacht wie gestern. Und Dragul hat gestern auch den ganzen Stream geguckt. Es hat nicht geleckt. Kein Meter. Und jetzt sagt er die ganze Zeit, die Codierung überlastet. Ich habe nichts anders gemacht. Nee, es ist da nicht immer im Internet. Das ist grün, die ganze Zeit. OBS schreibt mich die ganze Zeit, dass Codierung überlastet ist. Das heißt, es verursacht Lags. Im Stream. Wie gesagt, ich habe nichts umgestellt. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe genau dieselben Sachen auf wie gestern. Und der sagt, selbst bei dem Preset Ultra Fast, sagt der, Codierung überlastet. Und ich habe nichts anders. Das Einzige, was ich noch probieren könnte, wäre über die Grafikkarte zu gehen. Da probieren wir es nochmal aus. Also nicht über die CPU. So, jetzt schauen wir mal. So, ich bin, glaube ich, wieder live, oder? Ach, nicht Pop-out. Bin ich live? Sehe es gerade nicht. So, und wie sieht jetzt? Wenn ich rumlaufe? Soll ich jetzt immer noch umlegen? Gut. Dann stelle ich mal im Kurz wieder auf 720p und 60 Frames. So, jetzt sollte eigentlich, hoffe ich, gleich funktionieren. Jetzt warte ich, bis wir wieder live sind. Einmal bitte schreiben, wenn wieder Bild da ist. Wenn ihr mich wieder hört, sagen wir so. Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall da schon mal live. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt laufen wir ein bisschen rum und dann schreibt mal bitte, ob es noch leckt oder... Weil ich habe es wieder auf 60 Frames gestellt und 720p.
Aber scheint wohl nicht mehr zu lecken, oder? Also ich sehe keinen Leck, wenn ich das Bild aufmache. Aber irgendwie sieht das kacke aus, oder? Bin ich blöd? Auf 720p, oder? Wenn ich Vollbild mache? Was ist denn da los? Was sagt ihr denn? Sagt mal was. Gib mal Dingens. Feedback. Gestern war alles gut, ja. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Warum dann auf einmal, wie gesagt, ich habe nichts umgestellt. Ich könnte meinen, sagen wir so, ich könnte meinen Computer gerade aus dem Fenster schmeißen. Weil ich verstehe es nicht. Oh, verdammte Technik. Es läuft jetzt erstmal, das heißt, wir spielen jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wie gesagt, ich habe jetzt, ich streame jetzt über die Grafikkarte im Prinzip, über die GPU. Wo bin ich überhaupt? Ich wollte doch zu dem Schrein, ne? Ach, ich bin noch gar nicht oben. Ich streame jetzt über meine GPU. Black Secret, einen wunderschönen guten Abend. Und jetzt läuft's ja erstmal. Und ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Oder ich muss echt... Aber ich will ja auch aufnehmen für YouTube, das ist das Problem. Und die Videos von Twitch rüberschicken, das ist ein Unding von der Qualität her. Oder ich muss tatsächlich hingehen und mal überlegen, ob ich mir... Aber da bin ich wieder ein Tausender los. Für den zweiten Rechner. Was ist denn hier? Oh, mein Sohn kommt gerade.